gleich mit reinnimmst. Ja, Matthias hat mir mal gesagt, lest dir doch nochmal den Sommernachtstraum durch. Und da dachte ich, Sommernachtstraum, Lichtung, Wald, das Spiel, ja, die Tiere, ja, die Götter, ja, die Verführungen, die Erotik. Und das zu einem Sommernachtsalbtraum zu machen in Zeiten von Waldbränden und unseren Zerstörung unseres Planeten, muss man so unpathetisch zu sagen, ja, dachte ich mir, das wäre eigentlich das Richtige. Trotzdem wird er, also ich habe ihn jetzt ja auch nochmal mit ganz großem Publikum gesehen, was natürlich ein wunderbares Erlebnis ist, nicht so mit Kritikern bei der Berlinale, aber dass man merkt, es wurde so viel gelacht, wie ich glaube in keinem anderen Film von dir, obwohl wir jetzt alle unter dem Schock des Endes stehen, aber das Lachen halt ja noch nach und das ist ja auch ein Element, was vielleicht auch was sehr Überraschtes hat, obwohl du persönlich ja einer der witzigsten Menschen bist, die ich kenne, das muss ich dazu sagen. Das stimmt, ich muss auch über mich selber ganz oft lachen, aber ich war ja draußen und wollte eigentlich essen, weil ich so Hunger hatte und dann lachten die alle und da war ich misstrauisch, dass die richtigen Stellen sind. Eine junge Dame hat mir dann gesagt, da ist mal Platz frei, dann habe ich mich reingesetzt und dann dachte ich, das ist schön. Vielleicht ist das mit dem Lachen schon eine feine Sache. Ja. Wie ist das? Ja, ich kann einfach mal. Ganz logisch. Jetzt haben wir ja dieses wunderschöne Element, dass am Schluss Matthias so wirklich toll diesen Text liest. Und dass dadurch ja irgendwie, das wäre auch noch eine Frage, die mich bewegt hat, ja eigentlich der ganze Film zu einer literarischen Narration wird. Im gewissen Sinne könnte man was sagen, es ist das Making-of eines Romans, der dann doch entsteht. Das war die Idee. Ich hatte ja damals bei Transit mit Matthias ja auch einen Text vorgelesen und da hatte ich dieses Gefühl, wir sind im gegenwärtigen Marseille und der Text macht alles zu einer Erinnerung, im selben Moment. Und das ist wunderbar im Kino, wenn das Kino ist immer gegenwärtig und gleichzeitig durch die Literatur wird es schon ein Erinnertes. Und das hat so eine Melancholie, wie bei meinen Lieblingsschriftstellern, Tschechow, Simenon, die haben auch dieses Melancholische, dass man eigentlich, die Sommer sind vorbei. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Sommer früher als Kind, die waren ewig. Ja, dabei waren damals, ich weiß noch, hier Rudi Carrell und so, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Die waren völlig verregnet. Das war grauenhaft. Man musste den ganzen Tag mit den Eltern im Bungalow rumhängen. Ja, und Vater schlechte Laune und holen wir noch ein Bier und so. Und eigentlich, aber man erinnerte sich als ewig lange Sommer und so ein bisschen, das war ein bisschen das Ziel, dass man nochmal an so einen Sommer erinnert, der aber schon der letzte sein könnte. Eine ganz kurze letzte Frage habe ich noch, weil auch da wurde ja zu Recht geschmunzelt, sag ich mal, wenn der Text verlesen wird des Romans. Den hast du auch geschrieben. Du hast den ja gemacht. Das heißt, es fällt auch nicht so leicht, so schlecht zu schreiben. Und letztlich hängt man ja doch trotzdem an so einem Text, kann ich mir vorstellen. Also wenn der hier so zur Sau gemacht wird, vielleicht dann auch wieder schmerzlich. Ja, das war grauenhaft, war das. Also weil es, ich wollte einen schlechten Roman schreiben, der so ein bisschen an die schlechte Popliteratur oder die Parvenue-Popliteratur der 90er, in der BRD, nenne ich das mal, erinnert. Und dann fand ich, aber weil ich es geschrieben habe, war ich ja noch irgendwie, und da dachte ich mir, je länger ich das gelesen habe, ich würde es veröffentlichen. Ja? Und dann hat der Matthias das mit dem Thomas und hier Paula, die haben das richtig vernichtet und da habe ich schlechte Laune gekriegt. Wirklich. Ja? Dann auch wiederum.